Vielen Dank, Herr Kollege. Nächster Redner für die Fraktion der Sozialdemokraten ist der Abgeordnete Gernot Grumbach. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Lassen Sie mich zuerst der Formalität Genüge tun und eine dritte Lesung beantragen, damit keiner hier sozusagen sagen kann, es nicht passiert. Ich würde gerne Vorbemerkungen machen, weil ich glaube, dass wir uns eine Art von politischer Debatte angewöhnt haben, die mir etwas unheimlich ist. Ich rede in der Regel vom Ministerium und selten von der Ministerin, weil ich glaube, dass wir eine Institutionenverantwortung haben, die auch in der persönlichen Verantwortung gipfelt. Und ich würde an der Stelle dann auch immer noch sagen, es gibt sozusagen mit der Ministerin eine Auseinandersetzung, die lautet, es gäbe Haltungsalternativen zu sagen, wir haben alles gut gemacht oder wir haben vieles gut gemacht und die anderen waren schuld und ich entschuldige mich nicht. Aber das ist nicht der Punkt, den können wir woanders ausstreiten. Die Ministerin hat natürlich Verantwortung für das Ministerium, aber das so als persönliche Geschichte zu fahren, das liegt mir einfach nicht. Dazu kenne ich Ministerien gut genug. Und ich finde, wir sollten da ein bisschen sortieren. In der Bewältigung hätte ich einiges zu sagen, einiges auch dazu, dass ich glaube, dass eine Ministerin, in dem ein wichtiger Brief 8 Tage liegen bleibt, sich vielleicht einmal entschuldigt. Aber das ist eine andere Baustelle. Ich bleibe mal bei dem Thema. Ich finde mutig, liebe Kollegin Funken, der Satz, kürzere Reaktionszeiten könnten nötig sein, gerade angesichts der Tatsache, dass eine Mail 8 Tage liegen bleibt in dem Ministerium, ist das vielleicht nicht das stärkste Argument, das Ministerium sozusagen in die Vorhand zu bringen. Nur freundlicher Hinweis, so etwas kann überall passieren. Ich will nur beschreiben, sozusagen Ihr Begründungszusammenhang ist relativ schwach. Wir reden aber hier über einen Vorschlag, der versucht, eine Gesetzänderung zu machen, die vor dem Fall Wilke auf den Weg gegeben worden ist, und der ein Stück stärker ein ganz anderes Problem berührt, nämlich die Frage, kann ein bestimmter Typ von Landesregierung gut umgehen damit, wenn Verantwortung dezentral organisiert wird. Und da würde ich gerne einmal an die Gesetzesberatung über das Ursprungsgesetz erinnern. Beim Besetzungsberatung des Ursprungsgesetzes ging es darum, eine Aufgabe, in der die Landräte und Oberbürgermeister staatliche Institutionen waren, abzulösen durch eine kommunalisierte Behörde und im Zuge der Aufgabe, ihnen die Verantwortung dafür zuzuschreiben, aber sie nicht voll finanziell auszustatten. Ich sage das einmal mit der Deutlichkeit. Das hat unter anderem dazu geführt, dass in diesem Gesetz genau an dieser Stelle, weil das nämlich sonst Folgen gehabt hätte für die Frage der Finanzierung, das Moment der Rechtsaufsicht ein Stück zurückgenommen worden ist, weil Rechtsaufsicht in voller Form bedeutet hätte, den Kommunen hätten 100% der Veterinärverwaltung anstehenden Kosten ersetzt werden müssen. Davor hat die damalige Landesregierung sich gedrückt. Es ist aber in das Gesetz reinformuliert worden, aus der Perspektive der Verbraucherschützer und Verbraucherschützerinnen. Der Punkt ist eine Verordnungsermächtigung dafür, klare Standards für die Kontrolle zu setzen. In dieser Verordnung wäre es möglich gewesen, Berichtspflichten. In dieser Verordnung wäre es möglich gewesen, Zeitpläne, also die Frage, wann wird was kontrolliert, Kriterien für die Zeitpläne. In der Verordnung wäre es möglich gewesen, auch sozusagen die Tiefe der Kontrolle vorzuschreiben. So weit ist die Verordnung nämlich gegangen. Von dieser Verordnung haben die folgenden Landesregierungen keinen Gebrauch gemacht. Deswegen rede ich lieber von den Ministerien, weil wir reden über eine lange Zeit und unterschiedliche Personen. Es gibt allerdings ein Argument, das dafür spricht, dass auch in den letzten Jahren, sagen wir mal, der Blick auf diesen Bereich etwas getrübt war, weil die SPD-Fraktion, meine Kollegin Löber hat das sozusagen ausgearbeitet, hat 2017 mal zu dem Thema Listeriens einen Berichtsantrag gemacht. Was macht die Landesregierung? Sie hat vorgestellt, wir haben 2012 ein Projekt Vorkommen von Listeria in handwerklich gestellten Rohwürsten initiiert. Das war der einzige konkrete Punkt. Darüber hinaus wird es im Verbraucherinformationsportal erwähnt. Welche Maßnahmen wird die Landesregierung ergreifen? Die Landesregierung wird weiterhin mit den zuständigen Kommunalbehörden vor Ort jederzeit die erforderlichen Maßnahmen begreifen, um Verbreitung von Listerien zu vermeiden. Das ist die klassische Nichtantwort. Und der letzte Satz aus dem Protokoll
kann es ja nicht wörtlich zitieren, ist, dass die Staatssekretärin darauf hinweist, dass bisherige Verfahren und die Erhebung der Daten den Anforderungen vollkommen gerecht wird. So. Das heißt, wir sind in einer Situation, wo sozusagen eine Ebene das Problem nicht erkannt hat. So. Ich will das, wie gesagt, nicht auf Personen zuschreiben, sondern es beschreibt relativ deutlich, hier ist in Dauer ein Bereich unterausgestattet gewesen. Wir haben zweitens den Punkt, in dem die kommunalen Behörden für meine Begriffe eigentlich ihre Probleme nicht laut genug gesagt haben. Ich habe mir gestattet, mal in den letzten Wochen ein bisschen die Statistiken, die vor Ort geführt wurden, über die Frage der Kontrolldichte anzuschauen und habe dann festgestellt, okay, ihr schafft faktisch mit eurem Personal gerade mal 2/3 der vorgeschriebenen Kontrollen. So. Das ist ein Zustand, der ist nicht einfach so, das ist willentlich, weil Sie müssen überlegen, ein Landrat, ein Oberbürgermeister gerät ganz schnell in die Situation, dass sie entscheiden muss, stelle ich in die Kita jemand ein oder stelle ich eine Lebensmittelkontrolle was ein. Das sind Entscheidungen, die man nicht zumuten kann. Deswegen werden wir auch in der Haushaltsdebatte, völlig egal, wie die Gesetzesberatung hier ausgeht, die Frage der Aufstockung dieser Mittel beantragen, weil wir halten es unverantwortlich, mit denen vor Ort umgegangen ist, völlig egal, wer für sie zuständig ist. Dann komme ich einmal zu dem Gesetz selber. An dem Gesetz selber ist ja schon spannend, dass die Vorbemerkung nicht stimmt. Also Alternativen keine. Das ist eine Vorbemerkung, die fast immer falsch ist, die aber fast in jedem Gesetz steht. Und der zweite Satz, finanzielle Auswirkungen, Auswirkungen für die hessische Gemeinde und Gemeindeverbänden, finanzielle Auswirkungen sind im jetzigen Zeitpunkt nicht ersichtlich. Das ist falsch. Weil wenn das Landesministerium anordnet, bestimmte über den heutigen Stand hinausgehende Maßnahmen, Kontrolldichten und Ähnliches mehr, dann ist das ein Fall für den finanziellen Ausgleich, und dem muss die Landesregierung sich stellen. Davor kann sich nicht drücken. Und dann kommen wir zu der Frage, die streitig ist. Hat die Landesregierung in dem Fall Wilke schnell genug gehandelt? Das kann man sehr unterschiedlich sehen, und das hat etwas mit der Aufmerksamkeitsspanne zu tun. Ich war ja schon einmal in diesem Umweltausschuss, und dort gab es sehr viel gravierende Geschichten. Da hat in Biblis mal 12.000 Dübel in der Wand locker gehangen. Ich will nur sagen, da war es klar, dass die da drauf geguckt haben, innerhalb von Tagen nach der ersten Verdachtsmeldung, da ist Staub und da ist ein Dübel locker, reagiert haben. So, ich will die Ausmaße gar nicht vergleichen. Aber bei der Frage, dass aus Baden-Württemberg und aus Hamburg der Punkt ausgeht, passt mal auf, es gibt da einen Verdacht, das Lyzeen, und es gibt den Verdacht, dass das von einem hessischen Unternehmen ausgeht. Dann zu sagen, wir ordnen nichts an, das sozusagen durchgecheckt wird, mindestens die großen Unternehmen, das ist fahrlässig und das ist politische Verantwortung. Und mit Verlaub, das ist da nicht nur ein Problem der Landesregierung, es ist ein Problem des Regierungspräsidenten, und es ist natürlich auch ein Problem des Landratsamtes, das muss man ganz offen sagen. Und wer sozusagen versucht, da Schwarzer Peter zu spielen, glaube ich, hat ein Problem. Das führt mich aber dazu, und liebe Wilke Knell, wir können uns, glaube ich, auf die 2 Jahre verständigen. Wir haben ja 1 Jahr vorgeschlagen. Das führt mich in der Tat dazu, zu sagen, das kann so nicht gehen, dass wir einfach nur ein Weisungsrecht machen und das gesamte Problem nicht ordentlich durcharbeiten. Ich sage auch sehr offen, wir haben in der SPD ja sehr selbstbewusste Kommunalpolitiker, die auch auf ihre Bereiche achten und das auch, weil sie vieles ganz richtig machen, auch zurecht tun. Aber ich finde auch, dass wir gründlich diskutieren müssen, all die Vorschläge, die von Foodwatch, vom Bundesrechnungshof, vom Bayerischen Rechnungshof, vom Baden-Württembergischen Rechnungshof und von vielen Veterinären an uns herangetragen werden, zu sagen, es ist falsch, die Verantwortung, Aufsicht und die Finanzierung so zu trennen, sondern es gehört alles in eine Hand, und es ist die modernere Lösung, es zu zentralisieren, der Landesregierung in einem Amt für Lebensmittelsicherheit sowohl die Aufsicht als auch die Durchführung als auch die Finanzierung aufzudrücken. Weil das ist der Punkt, da glaube ich, kann sich keiner mehr herausreden, sondern ist klar, das Land hat in einer modernen Gesellschaft, wo dann auch die Laborkapazitäten im Landeslabor angegliedert werden können und Ähnliches mehr, hat die Chance, konkret zu agieren. Es hat die Chance, sofort zu reagieren, und es ist auch verpflichtet, sofort zu reagieren. Und das Geld dafür muss es auch bereitstellen. Das wäre eine Lösung, die wir im Moment bevorzugen. Die werden wir aber
weil wir Demokraten und stolz auf unsere selbstständigen Kommunalpolitiker sind, erst einmal mit denen diskutieren. Und dafür brauchen wir etwas Zeit. Insofern halten wir es für richtig, das Gesetz jetzt zu befristen. Weil so, wie es jetzt ist, wird es die Zukunft nicht überleben. Da bin ich bereit, Wetten darauf abzuschließen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Grumbach. Nächste Rednerin für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen ist die Kollegin Gronemann. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen, bitte sehen Sie mir nach, aber ich werde heute über die Änderung des Gesetzes zum Vollzug von Aufgaben auf den Gebieten des Veterinärwesens und der Lebensmittelüberwachung reden. Nach der jetzigen Gesetzeslage ist die Fachaufsicht in ihrer Weisungsbefugnis stark eingeschränkt, und das ist sie übrigens in keinem anderen Flächenland. Eingreifen kann sie nur, und ich zitiere, im Einzelfall nur ausnahmsweise bei drohender Krisengefahr und in Fällen von kreisübergreifender oder besonderer Bedeutung. Also das heißt wirklich nur im Worst Case, nur dann, wenn das Schlimmste eigentlich schon passiert ist. Und selbst dann ist nicht sicher, ob die rechtlichen Voraussetzungen für eine Weisung gegeben sind. Wenn jedes Mal vorher geprüft werden muss, ob die rechtlichen Voraussetzungen für eine Weisung gegeben sind, vergeht wertvolle Zeit, und im schlimmsten Fall kann es auch zu einer gerichtlichen Auseinandersetzung kommen. Das hat auch noch einmal Prof. Dr. Voigt von der Uni Marburg in der Anhörung an dem Beispiel der afrikanischen Schweinepest deutlich gemacht. Bei der geltenden Gesetzeslage wäre unklar, ob bei der afrikanischen Schweinepest eine drohende Krisengefahr besteht und ob damit die Fachaufsicht die Kreise anweisen darf, Auflagen zu erlassen, z. B. Stallhaltung zum präventiven Schutz der Tiere. Diese Fragen beantwortet dieses Gesetz nicht. Und, meine Damen und Herren, wenn wir die VerbraucherInnen schützen wollen, müssen wir hier Rechtssicherheit schaffen, und genau das sieht der Gesetzentwurf vor. Darüber hinaus sorgt die Weisungsbefugnis dafür, dass die Taskforce Lebensmittelsicherheit unkomplizierter hinzugezogen werden kann und eine landesweite dass landesweite Schwerpunktkontrollen besser zentral koordiniert werden können. Und einige haben es ja regelmäßig angeführt, dass beim Fall Wilke die Fachaufsicht die Weisungsbefugnis gehabt hätte, aber davon nicht Gebrauch gemacht hätte. Und, meine Damen und Herren, ich sage das in aller Deutlichkeit. Das Problem im Fall Wilke war nicht, dass der Landkreis nicht den Bitten der Fachaufsicht nachgekommen wäre. Und das hat auch niemand behauptet. Das hat auch nie die Ministerin behauptet. Manches, das stimmt, in der Umsetzung hat länger gedauert. Das Informieren der Staatsanwaltschaft hat erst nach weiteren Bitten des Ministeriums stattgefunden. Aber eines der größten Probleme im Fall Wilke war, dass anscheinend die Menge, die dort vorhanden waren, falsch gewertet wurden und diese wesentlichen Informationen der zulassungsrelevanten Mängel und eklatanten Mängel der Fachaufsicht gegenüber nicht kommuniziert worden sind. Und die eigentliche Frage ist, warum konnte der Betrieb überhaupt erst in so einen schlechten Zustand geraten, und wie können wir die Lebensmittelüberwachung so aufstellen, damit das nicht noch einmal passiert? Das uneingeschränkte Weisungsrecht der Fachaufsicht ist ein Baustein dazu. Wir haben es im letzten Plenum auch schon angesprochen. Die ergänzenden Maßnahmen, die auch von der Ministerin vorgestellt worden sind, sind häufige und unangemeldete Kontrollen, die Stärkung der Berichtspflicht der Kreise gegenüber der Fachaufsicht, die Einbindung der Regierungspräsidien bei der Risikoeinstufung, die Stärkung der Taskforce Lebensmittelsicherheit und die Verbesserung der Überwachung der Eigenkontrollsysteme. Meine Damen und Herren, diese Maßnahmen, die ohne den hier vorliegenden Gesetzentwurf schwer bis gar nicht umzusetzen sind, sind auch unter Beteiligung des Landkreises Waldeck-Frankenberg entstanden. Dass der Landkreis in seiner schriftlichen Stellungnahme zum Gesetzentwurf davon nichts mehr weiß, finde ich persönlich ein bisschen befremdlich. Und nun?
Und nun zu den Änderungsanträgen. Ich finde es ja ausdrücklich gut, dass sowohl SPD als auch die Freien Demokraten sich darüber unterhalten wollen, wie die Lebensmittelsicherheit verbessern werden kann. Bei den Freien Demokraten bin ich wirklich tatsächlich überrascht. Allerdings müssen Sie zugeben, dass Ihre Änderungsanträge eigentlich eher aus so einer Not geboren worden sind, um überhaupt etwas in der Hand zu haben. Die SPD kam ja relativ kurzfristig in der Ausschusssitzung auf die Idee, und Frau Knell hat es ja auch schon dargestellt. Sie haben sich gedacht, ein Jahr ist ein bisschen knapp, machen wir auch lieber zwei draus. Also diese Falscherei bringt uns wirklich inhaltlich überhaupt nicht weiter. Was mich zu der Forderung von Foodwatch, eine unabhängige Landesbehörde zu schaffen, bringt, der Sie ja auch versuchen, einen gewissen Raum zu geben. Ich gebe zu, ich tue mich ein bisschen schwer damit, mir etwas vorzustellen unter einer unabhängigen Landesbehörde. Das klingt für mich ein bisschen wie ein schwarzer Schimmel. Eine Behörde ist immer Teil einer Verwaltung. Insofern bin ich mir nicht sicher, ob die Begrifflichkeit der eigentlichen Forderung Rechnung trägt. Übrigens gibt es in keinem Bundesland eine Mittelbehörde, die nicht der Fachaufsicht untersteht. Aber die Begründung war ja, dass Kreis- oder Landesbehörden an politischen Vorgaben gebunden sind und dadurch tendenziell mal einen Betrieb eher nicht schließen, weil dadurch Arbeitsplätze in der Region wegfallen könnten. Meine Damen und Herren, das EU-Recht gibt die Unabhängigkeit des eingesetzten Kontrollpersonals für den Bereich der Lebensmittelüberwachung und des Veterinärwesens verbindlich vor. Wenn tatsächlich hier der Verdacht bestünde, dass dies nicht eingehalten wäre, kann auch dort gerichtlich gegen vorgegangen werden. Aber nehmen wir einmal an, es gäbe ein unabhängiges Institut für Lebensmittelüberwachung, dann würden Betriebe trotzdem nicht schneller geschlossen werden, da sie sich auch an das geltende Gesetz halten müssten. Das sieht nämlich immer die Wahl des milderen Mittels vor und die Schließung wirklich als die Ultima Ratio. Ich halte es ehrlich gesagt auch für den falschen Ansatz, zu sagen, der Knackpunkt sei, dass Betriebe schneller geschlossen werden müssen. Verstehen Sie mich nicht falsch. Wenn ein Betrieb die entsprechenden zulassungsrelevanten Mängel aufweist, muss auch diese Maßnahme umgehend gezogen werden. Aber unsere Hauptaufgabe ist doch, dafür zu sorgen, dass die Unternehmen ihrer Verantwortung gegenüber der Verbraucherin gerecht werden und dass ein Betrieb gar nicht erst in einen solchen Zustand gerät, dass er geschlossen werden müsste. Der vorliegende Gesetzentwurf schafft dafür die Voraussetzungen, und daher werden wir ihm selbstverständlich auch zustimmen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin. Für die Landesregierung spricht Frau Staatsministerin Hinz. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Egal ob Fleischer, Gastronom, Bäcker oder großer Industrieunternehmer, um wirklich mal mit denen anzufangen, die die Lebensmittel herstellen, sind für die ordnungsgemäße Beschaffenheit dieser Lebensmittel zuständig. Die Behörden sind dann verantwortlich dafür, möglichst gut ausreichend zu kontrollieren und auch unangemeldet zu kontrollieren. Der Fall Wilke, der hat gezeigt, dass es wichtig ist, die Praxis der Lebensmittelkontrolle in Hessen zu verbessern. Deswegen wollen wir die Qualität der Lebensmittelüberwachung insgesamt stärken, von den Kreisen über das Regierungspräsidium, die Taskforce bis hin zum Ministerium. Ich kann es gerne heute noch einmal sagen, ausdrücklich, dass auf jeder Ebene Fehler gemacht wurden. Das habe ich aber jetzt schon so oft gesagt, dass es eigentlich auch jeder Abgeordnete und jede Abgeordnete gehört haben müsste. Und Herr Kollege Grumbach, ich habe mich bereits auf der ersten Pressekonferenz, die ich gemacht habe, mit großem Bedauern darüber geäußert, dass bei uns im Ministerium der Fehler passiert ist. Also auch dieses war und ist öffentlich. Aber, meine Damen und Herren, es müssen jetzt auch Konsequenzen gezogen werden. Und die Einführung des allgemeinen Weisungsrechts ist ein wichtiger Baustein dafür, diese gemeinsame Lebensmittelkontrolle zu verbessern. Ein Baustein, wenn auch ein wichtiger.
Und ich will deutlich sagen, dass das weitergehende Weisungsrecht nichts an der bestehenden Zuständigkeitsverteilung ändert. Die Landkreise und die kreisfreien Städte bleiben zuständig für die Veterinärkontrolle vor Ort. Aber es ist wichtig, dass wir im Einzelfall Weisungen ausüben können, bevor ein Krisenfall eintritt, wie beim Fall Wilke zum Beispiel. Die Kollegin Gronemann hat darauf hingewiesen, dass man zum Beispiel bei der sich nähernden afrikanischen Schweinepest nur daran denken muss, dass vielleicht im Nahraum von Hessen an der Grenze die ersten Fälle auftreten und wir und die Landkreise an der Grenze sich nicht einig sind, ob sie jetzt eine Einstallung wollen, beschließen oder nicht, und der eine Kreis es so handelt und der andere Kreis anders. Und weil es noch nicht bei uns ist und noch nicht einmal bei uns kreisübergreifend, können wir nicht sagen als Fachaufsicht, wie es denn gehandhabt werden soll. Also, das wäre doch ein Treppenwitz der Geschichte, und das allein zeigt, dass es notwendig ist, so ein allgemeines Weisungsrecht zu haben. Und mit neueren, klareren Kompetenzen stärken wir die handelnden Personen auch vor Ort. Wir stärken ihnen den Rücken, wir halten ihnen den auch ein bisschen frei, indem bestimmte Verantwortlichkeiten dann geteilt werden. Und ich möchte sagen, dass ich es schon so sehe, dass wir ihre alltägliche Arbeit unterstützen wollen. Und das ist auch richtig, denn wir haben in Hessen eine gut funktionierende Lebensmittelüberwachung mit sehr engagierten, motivierten und befähigten Kräften vor Ort. Und da sollten wir auch nicht drauf kommen lassen. Wir sollten auch nicht alles schlecht reden hier. Wir sollten nicht so tun, als hätten wir in Deutschland nicht insgesamt gute, gesunde Lebensmittel und als seien die Behörden allesamt unfähig, weil das stimmt nicht. Sie sind sehr, sehr gut aufgestellt, und wir sollten dieses wirklich nicht schlecht reden. Nichtsdestotrotz ist es sinnvoll, dass man da, wo man Mängel erkennt, strukturelle Mängel dann auch gegensteuert. Und ein struktureller Mangel ist aus meiner Sicht, dass die obere Fachaufsicht, das heißt die Regierungspräsidien, bislang keine gemeinsamen, unangemeldeten Kontrollen mit den örtlichen Veterinärbehörden machen. Das soll sich ändern. Ich halte es für sinnvoll, dass sich auch die Zulassungsbehörde, die nämlich dafür zuständig ist, einen Betrieb am Anfang zuzulassen, auch zwischendrin möglichst jährlich bei schwierigen, komplexen Betrieben selbst ein Bild davon macht mit der örtlichen Veterinärbehörde, wie es mit diesem Betrieb bestellt ist und ob es eventuell zulassungsrelevante Mängel geben könnte. Ja, das halte ich für richtig, und deswegen wird das ab nächstem Jahr in Hessen auch so geschehen. Meine Damen und Herren, schon jetzt kann die Taskforce Lebensmittelsicherheit von den Behörden zur Unterstützung hinzugezogen werden. Diese Unterstützung, die auch von den Veterinärbehörden vor Ort, die es denn machen, sehr gelobt wird, diese Unterstützung wollen wir ausbauen und die Taskforce weiter stärken. Und zu dieser Stärkung gehört, dass sie personell aufgestockt wird, genau wie die Fachaufsicht bei den Regierungspräsidien. Dazu gehört aber auch, dass es möglich sein soll, dass die Taskforce nicht nur auf Bitten und Wunsch eines Kreises oder einer kreisfreien Stadt eingeladen wird zur Kontrolle, sondern dass die Fachaufsicht auch sagen kann, wir waren in dem Betrieb bei einer Kontrolle mit dem Kreis, da müssen wir jetzt mit vielen Leuten rein, mit besonderen Spezialisten, und dann holen wir die dazu. Und so ein Betrieb wie Wilke mit 59 Betriebsräumen kann auch nicht von drei
oder vier oder fünf Behördenvertretern alleine beurteilt werden. Da müssen dann wirklich mal 15, 16, 17 Leute rein, und an zwei Tagen muss der ganze Betrieb auf den Kopf gestellt werden. Das soll künftig möglich sein, meine Damen und Herren. Die Taskforce bietet bereits jetzt vielfältige Unterstützungsmöglichkeiten mit Fortbildungsprogrammen auch an für die Veterinärämter. Und weil die Herausforderungen an Lebensmittelkontrolleure immer stärker werden, immer größer werden, soll die Qualität auch noch verbessert werden. Hierzu habe ich gemeinsam mit dem Minister von Baden-Württemberg bereits eine Vereinbarung für die Aus- und Fortbildung geschlossen. Das heißt, wir wollen gemeinsam die Qualifizierung in die Hand nehmen, länderübergreifend zu bestimmten Themen. Und auch hier, glaube ich, ist es sinnvoll, dass wir die örtlichen Veterinärbehörden unterstützen, entlasten und damit natürlich auch die Kreise und die kreisfreien Städte von dieser Aufgabe, immer selbst die Qualifizierung zu übernehmen, entlasten. Wichtig sind aber nicht nur die Kontrollen, sondern auch die Kommunikation. Die Fachaufsicht kann nur ausreichend sichergestellt werden, wenn das Berichtswesen entsprechend einer hohen Qualität dann auch unterliegt. Das Berichtswesen muss gewährleisten, dass die Fachaufsicht frühzeitig informiert wird. Deswegen werden wir Kriterien entwerfen, um den Kreisen eine entsprechende Sicherheit und Orientierung für solche Berichte zu geben. Meine Damen und Herren, der Fall Wilke hat gezeigt, dass eine korrekte Risikoanalyse des Lebensmittelunternehmens unter die Lupe genommen werden muss. Auch hier wollen wir im Rahmen von Fort- und Weiterbildung das Personal umfänglich und regelmäßig weiter schulen. Das wird ebenfalls im nächsten Jahr beginnen. Und ab dann kann auch die Risikoeinstufung von der Fachaufsicht selber eingesehen werden, damit wir nicht nach zwei Jahren feststellen, dass die Risikoeinstufung falsch gewesen ist, sondern das muss Hand in Hand gehen. Auch dieses wird sich ab dem nächsten Jahr entsprechend ändern. Das heißt, wir machen ein ganzes Maßnahmenbündel. Es bleibt nicht alleine bei dieser Änderung im Gesetz. Ich halte es auch für sinnvoll, dass es einen Strauß von Maßnahmen gibt. Ich kann Ihnen versichern, dass wir das Thema weiter beackern und bearbeiten werden, weil sich immer wieder neue Herausforderungen ergeben. Und da der Rechnungshof im Frühjahr einen Bericht vorlegen wird, der nämlich gerade die ganzen Lebensmittelüberwachung überprüft, werden wir auch anhand des Berichts des Rechnungshofes noch einmal diskutieren, ist alles richtig, wie wir jetzt die Lebensmittelbehörden aufstellen, oder müssen wir weiteres tun? Auch hier ist die Debatte noch nicht zu Ende. Ich sage Ihnen, ein Gesetz kann man auch in drei Jahren gut ändern oder in fünf Jahren gut ändern, wenn man merkt, es muss jetzt geändert werden. Da muss man jetzt nicht eine Jahres- oder eine Zweijahresfrist. Ein Gesetz kann man jederzeit ändern. Wichtig ist, dass wir die qualitativen Debatten führen, wie die Lebensmittelkontrolle in Hessen aufgestellt sein soll. Das werden wir weiterhin gewährleisten. Danke schön. Ja, vielen Dank, Frau Staatsministerin. Zu einer zweiten Runde gemeldet hat sich der Kollege Grumbach. 5 Minuten Redezeit. Naja, das Gesetz kann man jederzeit ändern, ist ein guter Satz. Wenn man sich anschaut, dass dieses Gesetz seit 15 Jahren existiert, dass die eine oder andere Debatte gegen uns im Wesentlichen verlängert worden ist, dann könnte man auf die Idee kommen, dass es eine kluge Idee ist, eine Frist zu setzen, in der eine Landesregierung auch etwas machen muss. Und darum geht es gerade. Zweite Bemerkung, Frau Ministerin. Ich habe nun fast so ziemlich jeden Text gelesen, der geschrieben ist, und einen Teil Ihrer Interviews. Ich habe in der Tat eine Entschuldigung nicht gehört. Wenn dies so anders war, bitte ich um Entschuldigung, weil ich
ist nicht mein Job, hier etwas Falsches zu sagen. So, dritter Punkt. Sie haben gerade einen Vortrag gehalten, der sehr präzise beschreibt, warum diese Gesetzesänderung unzureichend ist. Weil Sie haben eine Reihe von Dingen angeführt, von der ich glaube, dass das Gesetz keine Grundlage dafür bietet, sondern dass Sie mehr machen müssen. Und Sie haben eine Reihe von Dingen angeführt, über die wir uns ja alle einigen könnten, aber von denen wir glauben, dass es in den Gesamtzusammenhang kommt und Zusammenhang gehört, in der Kontrolle sozusagen völlig neu geregelt wird und der Kontrolle auch präzise gemacht. Sie haben selber im Ausschuss das stärkste Argument dafür gebracht. Weil Sie haben gesagt, es landet doch letztendlich vor meiner Tür. Das war Ihr Argument, und ich habe Ihnen schon im Ausschuss zugestimmt, dass es ein starkes Argument ist. Aber dann bin ich auch dafür zu sorgen, dass alles in einer Hand ist. Dann ist der für die Finanzierung verantwortlich ist. Ich habe keine Kritik an den Beschäftigten. Nur wenn die Arbeitszeit von denen nur für zwei Drittel der Kontrollen reicht, dann ist das nicht Sache der Beschäftigten, sondern ist es derer, die sie finanziell ausstatten. Und das ist für mich erst einmal die Landesregierung. Aber ich bin klar dafür, dass die Verantwortung konkret in der gleichen Hand liegt wie die Finanzierung, konkret in der gleichen Hand liegt wie die Maßstäbe macht. Das ist ein Konzept, das ziemlich klar ist. Und das heißt dann auch, es kann sich keiner mehr rausreden, weil es ist dann nur einer oder eine verantwortlich. Und das ist in der Tat etwas anderes. So, zum grünen Argument, das Argument von Foodwatch ist nicht meins. Ich bin nicht für Privatisierung von Kontrollinstitutionen. Ich bin nicht für diese besonderen Unabhängigen, die irgendwie anders sind als Regierungsbehörden. Ich halte das für einen Traum von Menschen, die keine Ahnung haben, wie Staat funktionieren muss. Da muss man eher dafür funktionieren, dass die Kontrollrechte Staatesverwaltung gestärkt werden und nicht geschwächt werden, wie das in vielen dieser Versuche geschehen ist. Also da, glaube ich, könnten wir uns auch einigen. Alles in allem, wer dieses Gesetz richtig gutheißen will und auch eine Rechtsgrundlage schaffen will für das, was die Ministerin angekündigt hat, dazu, glaube ich, reicht es nicht. Und wer dafür sorgt, dass das, was wir glauben, noch dazukommen muss, ist, der muss dieses Gesetz befristen, weil damit ist nämlich der Druck auch auf die Landesregierung, was zu tun, höher. Die Anfrage respektive der Berichtsantrag aus dem Jahr 2017 zeigt, dass da ein Lernprozess nötig war. Ich gebe Ihnen gerne zu, dass der Fall Wilke diesen Lernprozess beschleunigt hat. Aber der Lernprozess ist noch nicht zu Ende. Und wir sollten schauen, dass er zeitlich klar befristet bleibt. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Herr Kollege Grumbach. Gibt es weitere Wortmeldungen? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dritte Lesung ist beantragt. Damit zurückverweisen wir den Gesetzentwurf und die beiden Änderungsanträge in den UDA zur Vorbereitung der dritten Lesung. Damit sind wir zunächst am Ende der Beratungen. Ich darf Ihnen für heute jedenfalls mitteilen, dass im Anschluss an die Plenarsitzung der ULA zusammenkommt im Sitzungsraum 501a, dass der SIA zusammenkommt im Sitzungsraum 204a. Zweimal so vorgesehen, dass SIA und WVA zusammen hätten tagen sollen. Wir haben aber nur an den SIA verwiesen. Das war das Ladenöffnungsgesetz. Insoweit erübrigt sich das für den WVA. Der SIA kommt also zusammen. Ich darf Sie jetzt noch darauf hinweisen, abschließend, dass nun der Parlamentarische Abend des Schaustellerverbandes stattfindet, nicht im Café Lumen, sondern in der Lumenalm. Das ist am Warmen Damm hinter dem Staatstheater, dort, wo die Eislaufbahn ist. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns morgen wiedersehen. 9 Uhr geht es weiter. Herzlichen Dank. Die Sitzung ist geschlossen.